Ringen, Hergiswil geht sich noch nicht geschlagen. Im ersten Finale gegen Willisau verlieren die Napfringer 13 zu 18. 5 Punkte Unterschied. Klingt es Hergiswil nächsten Samstag den Rückstand wieder aufzuholen? Oder ist Willisau schon Schweizer Meister? Willisau, herzliche Gratulation zum Schweizer Meister. Der Willisauer Trainer, der Thomas Bucheli, sieht es noch nie so. Nein, da ist noch nichts im Trocknen. Gut, immerhin haben wir einen grossen Vorsprung rausgeholt. 13 zu 18 für den nächsten Samstag. Der Vorsprung nützt uns nichts, weil es ist Best of 3. Und das heisst, es ist 1-0 für uns. Und wenn wir Schweizer Meister werden, müssen wir den nächsten Kampf genau gleich gewinnen. Und auch der neue Hergiswiler Trainer, der Olaf Brandt, sieht es nicht Brandt. So. 13 zu 18 ist jetzt der Schweizer Meister schon die Wicke runter? Ich glaube nicht. Nein. Ich sag mal so, da sind vielleicht ein paar Punkte zwischendrin, aber letztendlich, wenn man die Kämpfe sieht, die sind alle sauknapp gewesen und ich sag mal, ein, zwei Entscheidungen anders und dann sind wir auf einmal vorne. Von daher ist noch gar nichts entschieden. Willisau hat einige zu No-Sieg in den Tank gespielt. So hat der Tobias Bartmann gegen Thomas Wiesler ein No-Zo 8 rausgeholt, der Stefan Reichmuth gegen Benno Jungo ein No-Zo 9 und der Jonas Bosse gegen Akos Koriza ein No-Zo 5. Allein diese Siege haben 9 Punkte gegeben. Dementsprechend zufrieden der Thomas Bucheli. Ja, wir haben erstaunlich klar gewonnen. Wir dachten, das würde ganz, ganz knapp. Und, wir haben gewusst, dass es gut muss laufen und es ist gut gelaufen für uns. Die Leute haben Einsatz gezeigt, die Leute sind zum Teil sehr, sehr stark auftreten. Es ist richtige Freude gemacht. Ja, mit welchen Erwartungen sind ihr hierher gekommen? Also knapp gewinnen, aber gewinnen, oder? Ja, gewinnen will man natürlich immer, wenn man im Finale ist. Aber wenn wir so gerechnet haben, haben wir gesehen, dass es ganz, ganz knapp wird. Und ich bin von einem ganz knappen Resultat ausgegangen, natürlich hoffentlich für uns, aber so gut gelangt hat, hätte ich es nicht gedacht. Was habt ihr für Erwartungen gehabt beim Heimspiel in Willisau? Ist ja ein bisschen komische Situation. Ja, also das ist eigentlich gleich. Wir haben eine zu kleine Halle und ach so, in Willisau, sag ich mal, sind wir fast auch zu Hause. Ja, von daher, wir haben einen riesen Fanblock dabei gehabt. Ja, ich glaube, ganz Hergiswil war hier. Von daher, es hat nicht an der Unterstützung gemangelt. Sie waren heute einfach besser. Das muss man sportlich anerkennen. Aber wir werden parat zurückkommen und motiviert nächste Woche. Vorsätze sind gefasst. Da die einzelnen Resultate im Überblick. Im Gewicht 57 kg Freistil gewinnt der Hergiswiler Pascal Jungo gegen Timo Zeder 4 zu 2. Das gibt 2 zu 1 Mannschaftspunkte für Hergiswil. Der Thomas Wiesler verliert gegen Tobias Bartmann 0 zu 8. 0 zu 3 Mannschaftspunkte für Willisau. Der Marco Hadou gewinnt gegen Kilian Arecker 7 zu 0. 3 zu 0 Mannschaftspunkte für Hergiswil. Der Patrick Stadumar gewinnt gegen Roger Heiniger 6 zu 4, 2 zu 1 für Hergiswil. Der Alain Cacenari verliert gegen Manuel Jakob 3 zu 7, 1 zu 2 für Willisau. Der Martin Grüter verliert gegen Samuel Scherer 6 zu 15, 1 zu 3 für Willisau. Der Benno Jungo verliert gegen Stefan Reichmuth 0 zu 9, 0 zu 3 für Willisau. Akos Koriza verliert gegen Jonas Bossert 0 zu 5, 0 zu 3 Mannschaftspunkte für Willisau. Der Martin Suppiger verliert gegen Marco Riesen 1 zu 3, 1 zu 2 für Willisau. Und der Thomas Suppiger gewinnt gegen Martin Steiner 8 zu 0, 3 zu 0 für Hergiswil zum Schlussresultat von 13 zu 18 für Willisau. Eine weitere Information. Im Kampf um den 3. und 4. Platz verliert Schattdorf daheim gegen Krieseren 14 zu 20. Wo hat es Überraschungen gegeben? Mit welchen Sieg und Niederlagen hat man müssen rechnen? Die beiden Trainer haben die einzelnen Kämpfe genau verfolgt. Dorf Telenaf Tele Zentralschweiz exklusiv die Analyse.
Okay, wenn wir ein bisschen die einzelnen Kämpfe durchgehen. Pascal Jungo, Timo Zetter, ihr habt gewonnen, 4-2, zufrieden? Ja, ich meine, der Pascal hat sich letzte Woche noch eine Platzwunde geholt und es war überhaupt fraglich, ob wir ihn einsetzen können. Und ich sag mal so, der hat Top-Leistung abgerufen dafür. Der Timi hat schon ein paar Mal gegen Pascal gerungen, hat ihn noch nie gewinnen können. Hat heute am Anfang auch den Punkt abgegeben, aber hat am Schluss doch seine Punkte können holen. Ganz ein knapper Sieg für Pascal. Und von dem her ist es fast ein bisschen auch wie ein Erfolg gewesen, also eine ganz knappe Niederlage können feiern. Also für euch hat es quasi schon gut angefangen, obwohl ihr verloren habt? Ja, also wenn einer natürlich hinten nachher ist und kurz vor Schluss noch einen Punkt machen kann, ist das natürlich ja, ist das super. Beim zweiten Kampf hat Ergisil wieder gewonnen, aber nicht wieder erwartet. Ihr habt auch damit gerechnet, dass sie da verlieren, Thomas Suppi gegen Martin Steiner. Ja, im zweiten Kampf ist es natürlich ein bisschen um Schadensbegrenzung gegangen. Der Thomas wissen wir, er ist sehr stark, vor allem im Greco natürlich. Und der Martin hat seine Sache gut gemacht, hat dann allerdings halt Punkte abgegeben. Aber ja, ist schade, er hat unbedingt probiert, den Punkt zu holen, es ist dann nicht gelungen. Das 3-1 wäre natürlich das Wunschresultat gewesen, oder sogar ein 2-1. Aber unter dem Strich natürlich ist es ist noch kein Unglück gewesen. Gleich beim zweiten Kampf, Thomas Suppiger gegen Martin Steiner, 8-0. Wäre da noch mehr? Nee, mehr wäre nicht drin gewesen. Ja, na klar wäre schon noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber man muss auch berücksichtigen, der Thomas ist gerade erst von der Verletzung zurückgekommen, da ist noch ein bisschen Trainingsrückstand und da müssen wir einfach die Kirche im Dorf lassen. Er hat seinen Sieg eingefahren, hätte vielleicht noch sag ich mal, ein bisschen höher ausfahren können, aber letztendlich souverän gelöst. Habt ihr ein 2-0 eingerechnet beim Thomas Wieser gegen Tobias Portmann? Na, ich sag mal so, das, der Kampf, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen mit. Vielleicht, da muss ich mir auch ein bisschen die Schuld geben. Ich habe Thomas eigentlich so ein bisschen mehr als Favorit gesehen. Und ich muss ihn da taktisch defensiver einstellen. Weil, ich sag mal so, der junge Kerl hat ihn den Schneid abgekauft. Und da ist Handlungsbedarf auf jeden Fall für nächste Woche. Beim Thomas Wiesler gegen Tobias Portmann hat Willisau wieder zurück ins Spiel gefunden. 0-8 haben sie da gewonnen. Ja, der Tobi ist super in Kampf hier gestartet. Er ist frech und mutig auch nicht gestanden. Hat den Kampf eigentlich im Griff gehabt, kann man so sagen, gegen eine Routine. Und das ist wirklich, er ist auch eine Überraschung von heute, wie klar dass er den Kampf gewinnen konnte. Und ja, so als Newcomer war es wirklich ganz toll gewesen. Bei Martin Suppi gegen Marco Riesen, was haben Sie da damit gerechnet? 2-0? Nein, wir haben sicher mit einem Sieg gerechnet von Marco. Wir haben das natürlich gehofft, obwohl der Martin ganz ein starker Gegner ist. Ein bisschen schwerer. Und der Marco ist heute ein bisschen weniger spritzig gewesen, hat die Beine, ein bisschen müde Beine gehabt noch und hat durch das seine Angriffe nicht ganz können durchbringen. Natürlich eine gute Defensive von Martin hat das auch ein bisschen verhindert, aber hat er zum Glück trotzdem können den Kampf gewinnen. Okay, dann Martin Suppiger gegen Marco Riesen, 1-3. Naja, ich sag mal so, von einem Internationalen wie Riesen muss man ein bisschen mehr erwarten. Dann gab es eine sehr umstrittene Situation, eine Auskämpfsituation, wo der Kampfrichter in der Pause dann nach dem Abpfiff zu mir kommt und sagt, ja, er hat einen Fehler gemacht. Martin kämpft die Situation aus, kommt mit dem Fuß nach außen, aber die Situation ist noch nicht ausgekämpft. Demzufolge darf, und er ist dann hinten dran und der Kampfrichter pfeift einfach ab. Und das ist eigentlich gegen das Regelwerk und das weiß der Kampfrichter. Da gab es eine kleine Fehlentscheidung, aber ich möchte auch dazu sagen, die Kampfrichter waren heute nicht ausschlaggebend für das Ergebnis. Die Kampfrichter haben einen Top-Job gemacht und keiner kann alles richtig machen. Das ist nun mal so. Wir sind alles Menschen, jeder macht mal Fehler und die müssen wir auch den Kampfrichtern eingestehen. Wichtig ist nur, dass sie daraus lernen. Eben 2 Punkte hat das gekostet quasi. Ja, ich meine, 2 Punkte hin oder her, das entscheidet letztendlich vielleicht die Meisterschaft. Ne, dem muss man sich bewusst sein. Dann Marco Hogel gegen Kilian Arecke, 7-0. Muss ich ein dickes Lob aussprechen. Marco hat, sag ich mal, top Job gemacht. Hat nach seiner Verletzung wieder gut ins Team zurückgefunden.
hat die taktischen Vorgaben optimal umgesetzt. Und ich sag mal, aufgrund auch seines Trainingsrückstands muss ich sagen, Top-Leistung abgerufen. Das ist der Marco Hartung gegen Kilian Narek, was denn da denkt? Ja, der Marco ist von einer Verletzung zurückgekommen in diesem Herbst. Jetzt. Er hat noch nicht so viele Kampf gehabt. Und von dem her ist es immer schwierig einzuschätzen. Wir haben gewusst, für Kilian ist das ein grosser Brocken. Und wir haben nicht ganz gewusst, wie stark ist er wirklich zu Weg. Aber heute hat er auch eindrücklich gezeigt, dass er sehr stark zu Weg ist. Und der Kilian hat sich da schon ein bisschen ausgebissen. Gut, das 7-0. Ja, natürlich. Aber wir haben natürlich sicher mit einem Punkt gerechnet gehabt, oder gehofft, dass er einen Punkt macht. Und von dem her sicher ein bisschen höher gewesen, als wir gehofft haben. 19:6 der Pausenstand. Sind ihr zufrieden gewesen, oder habt ihr etwa gerechnet, sagen etwa so? Ja, es ist, sage jetzt mal so, plus minus etwa in diesem Rahmen kalkuliert gewesen. Was natürlich für uns ausschlaggebend war, ist nachher der Start in die zweite Halbzeit. 9:6 zur Pause, ungefähr erwartet für Hergiswil? Ich hatte ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und unterm Strich ist ja auch der Punkt, das hat dann zum Ende nicht gereicht. Deswegen, wir müssen eigentlich zur Pause noch ein paar Punkte mehr drauf auf dem Konto. Dann nach der Pause, wohl auch nicht ganz nach den Erwartungen gelaufen, Akos Koriza gegen Jonas Bosser, 0:5. Akos holt doch sonst einen Punkt. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, der Jonas, der hat sich gut entwickelt die letzten 2 Jahre. Das ist ein Internationaler mit Ambitionen, Olympia. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der darf keinen Punkt abgeben gegen Akos. Ganz klarer Fall. Natürlich ist der Wunsch vom Akos da, ne, eine Wertung zu machen. Und er hat ihn auch gut Parole geboten. Aber letztendlich muss man sagen, er hat nichts bestellen können. Ja, und er ist einfach, der Jonas ist einfach momentan in einer guten Form und richtig stark. Und wir sind froh, dass wir überhaupt einen haben, der ihm Parole bieten kann. Genau, eben. Das ist der Akos Koriza gegen Jonas Bossert. Haben Sie so mit einem guten Resultat gerechnet vom Jonas? Der Jonas hat den Gegner auf einmal gewinnen können. Und das war in dieser Saison das erste Mal jetzt. Und da hat er ganz knapp gewonnen. Und was er heute zeigt hat, ist wirklich ganz grosse Klasse. Er hat den Kampf dominiert, ist für sich gelaufen, hat seine Punkte gemacht. Also das war sicher höher gewesen, als wir dann erwarten dürfen. Und es war auch eine kleine Wendung in dem ganzen Kampf heute. Ein 0:5 hat er rausgeholt, oder? Ja, das 5-0, also das 3-0 für die Mannschaft, das ist doch ein klares Resultat. Und somit auch wieder unentschieden gewesen nachher schon. 9:9 ist er gestanden. Der Patrick Staduma gegen Roger Heiniger. 6:4. Ja, der Patrick ist natürlich ein ganz starker Gegner mit dem Roger. Der Roger hat immer ein bisschen Mühe gegen ihn. Und hat aber am Anfang können Punkte machen. Er ist in Vorsprung gegangen und hat dann noch Punkte abgegeben. Trotzdem hat er können ein 1-2 holen, also eine knappe Niederlage. Und das ist auch sehr, sehr viel wert gesetzt in dem Fall. Dann Patrick Stadelmann gegen Roger Heiniger, der Routinier. Patrick Stadelmann 6:4 für Hergiswil. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der Patrick hat es momentan ein bisschen schwer, in den Kampf zu kommen. Startet fast jedes Mal immer mit einem Rückstand. Und das sind so Sachen, das wäre schön, wenn er das wegläuft. Das wäre für mich als Trainer sehr schön. Ne? Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen, er hat einfach eine super Moral, kämpferisch. Und er dreht die Kämpfe dann immer noch. Ne? Und muss ich ganz ehrlich sagen, hat er auch wieder heute souverän gemacht. Er hat seinen Sieg eingefahren und der Roger ist ein junger Mann, er ist ein super Talent, ne? Und den muss man auch immer mal wieder besiegen und das ist nicht so leicht. Hättet ihr da so mehr erwartet sogar noch von Patrick Stahlmann? Ich sag mal so, der Patrick hat mehr drauf, der kann mehr leisten, der kann auch gegen den Roger zu Null ringen, das hat er schon bewiesen. Aber wie gesagt, wir sind hier im Finale, ne? Und die Willisauer sind nicht von den Baumwollfeldern hierher geflüchtet, die können schon ringen. Ja, von daher muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Es ist einfach so. Benno Jungo, Stefan Reichmuth hat auch nicht so ganz gezählt. Ne? Habt ihr mehr erwartet? Ich sag mal so, auch der Stefan Reichmuth ist ein Internationaler mit Ambitionen, ein junger Mann. Und da muss man ganz ehrlich sagen, er kann sogar noch mehr. Ne? Und der Benno,
ich sag mal so, der ist auch körperlich ein bisschen unterlegen. Ne? Das muss man ganz klar so sagen. Und ich sag mal, ein Punkt wäre schön gewesen, aber im Großen und Ganzen, ich habe da mit einer Niederlage gerechnet, mit einer knappen. Da, aber dass sie dann zum Schluss so deutlich ausfällt, na, ist ein bisschen schade. Aber der Benno hat alles gegeben und hat auch die taktischen Vorgaben umgesetzt. Da kann man ihm keinen Vorwurf machen, absolut nicht. 10:0 aufgestanden. Der Benno Jungo gegen Stefan Reichmuth, da hat er Note so 9. Also, ja, schon wieder für Willisson. Ja, der Stevi hat gegen einen sehr starken Gegner, als Schweizer Meister ehemaliger in diesem Gewicht, müssen antreten. Und er hat wirklich am Anfang gerade 2 Punkte markieren können. Hat nachher eigentlich das Ganze im Griff gehabt, hat sich nicht provozieren lassen, hat Punkt für Punkt gemacht und eigentlich am Schluss vor allem auch das zu 0 können heimbringen, was sehr wertvoll war. Alan Cacenari gegen Manuel Jakob, ist auch eine Überraschung gewesen, oder haben Sie so etwas? Ich weiss jetzt nicht genau, ob die schon mal zusammen gerungen haben, aber wir haben natürlich gehofft, dass Manuel gewinnen kann. Er hat dieses Jahr sehr gute Form. Und von dem her haben wir uns gefreut auf den Kampf und er hat das auch nachher wirklich gut umgesetzt. Hat stark gerungen, hat sich auch nicht ist aufmerksam geblieben bis zum Schluss und hat dann den Vorsprung über die Zeit gebracht. 3:7, ja. Hergiswil im Rückstand. Alan Cacenari gegen Manuel Jakob. Alan Cacenari, naja, 3:7 verloren. Ja, Alan, ich sag mal so, der lebt von seinen Bewegungen. Er hat einen guten Angriff gemacht. Die anderen Punkte, sag ich mal, vom Gegner, die waren, sag ich mal, aus der Passivität entstanden. Und ich sag mal so, mit den Punkten bin ich nicht so wirklich glücklich. Aber Alan hat technische Punkte gemacht. 1-2 Beinangriffe mehr auf den Punkt, dann kippt der Kampf. Also ein ganz enges Ding. Dann am Schluss gab es da nochmal Diskussion auch noch bei Martin Grüter gegen Samuel Scherer. 6:15, wieder nicht für Hergiswil. Ja, ganz ehrlich, also der Scherer ist ein super Talent, das wissen alle, das ist schweizweit bekannt. Er kann griechisch wie Freistil ringen und in 74, in der griechisch haben wir ein bisschen Bauchschmerzen. Da fehlt uns ein adäquater Mann, der Martin, ich sag mal, der ist aus der Not geboren, er ist unser bester Kämpfer, ne? Den wir eigentlich individuell einsetzen können, Freistil, griechisch in 74, in 70 und so weiter. Er hat gekämpft und hat aber, sag mal, den Besseren einfach den Sieg anerkennen müssen. Und der Sammy, sag mal so, der hat sag mal, das Pferd nach Hause gezerrt und den Sieg einfach dicht gemacht. Der Punkt ist einfach, einen Sammy zu schlagen, da müssen wir uns wahrscheinlich noch einen einkaufen. Aber den gibt es, glaube ich, in der Schweiz momentan nicht. Und von daher, das ist ein Kampf, den ich auch so eingeplant hatte. Dass natürlich das ganze Ding dann zum Schluss knapp für Willisau ist. Ich sag mal, 2-3 Kämpfe, die auf unsere Seite fallen, dann gewinnen wir knapp. Und wir brauchen einfach das Glück. Wir sind hier nicht der Platzhirsch, ne? Das muss man so sagen. Wir waren auch nicht der Favorit, auch wenn sie es uns gerne zugeschoben haben. Ne? Mit 5 internationalen aktiven Ringern muss man einem kleinen Dorf nicht die Favoritenrolle zuschieben. Ne? Ja. Der Martin Grüter gegen Samuel Scherer, 6:15. Ja, es ist ja eigentlich nur noch etwas möglich gewesen, wenn der Sammy Höch verliert für Hergiswil. Und darum hat Martin probiert natürlich offensiv anzugreifen, was ihm auch gelungen ist. Er hat Sammy einen Punkt abnehmen. Dort haben wir einen Sieg kalkuliert vom Sammy. Und er hat das auch nachher eigentlich noch den paar Punkte, die er am Anfang abgegeben hat, hat er eigentlich nachher auch überzeugt und hat dann klar gewonnen. Jetzt die nächste Woche, was sagst du zu der Mannschaft? Machen wir weiter so, oder?
Ja, ich glaube, viel muss man nicht sagen. Die Leute die pushen sich selber so. Und so wie die jetzt getroffen sind, das ist wirklich eine Freude zum Zuschauen. Und die lassen sich einfach motivieren. Und wenn wir so dranbleiben, hoffen wir, sieht es gut aus. Okay, danke vielmals. Jetzt fehlen knappe 5 Punkte für nächstes Mal. Was macht jetzt der Trainer bis nächste Woche? Also ich finde nicht, dass 5 Punkte fehlen. Es sind einfach vielleicht 5 technische Punkte, die 3 Kämpfer anders entscheiden. Und dann, sage ich mal so, gewinnen wir vielleicht mit 1 oder 2 Punkten. Der auf den Punkt gebracht, es wird einfach sauknapp. Und wir werden auch nochmal motiviert und alles geben und werden die Mannschaft top vorbereiten. Und es wird nochmal ein Hexenkessel werden und nochmal ein schöner Abend. Und ich sag mal so, selbst wenn wir nicht gewinnen sollten, na, dann gehen wir mit einem erhobenen Hauptes hier aus der Halle. Weil, ey, ganz ehrlich, wer hat mit Hergiswil im Finale gerechnet dieses Jahr? Also, ja, kann man. Ja, die Experten sicherlich nicht. Hier sind ganz andere Namen gefragt. Krieserin als Platzhirsch, Erster nach der laufenden Saison. Freiamt als Titelverteidiger. Na, man muss schon ein bisschen Realismus walten lassen. Ja, es ist alles dann ganz anders gekommen. Ja, sind wir gespannt auf jeden Fall. Die Hergiswiler nächste Wochenende voll da mit Fans und allem. Ja, wir werden nochmal geschlossen als pseudogallisches Dorf auftreten. Gut, danke immer. Bitte. Tarife sind gesetzt. Gibt es etwa noch Überraschungen bei der Aufstellung? Auf jeden Fall steht fest, am Samstag ist für Emotionen gesorgt. Auf beiden Seiten. Verpassen darf man das nicht aus richtiger Ringerform.